schon geil, wenn ich ihn direkt backstaben könnte. Furzt er erstmal. Hast du Angstschiss oder was? Du hast Angst, ne? Ah, ja, natürlich. Schaden an der Haltung. Ist das dein Ernst? Tötet er mich noch fast? Nein, ich wollte ihm Schaden machen. Was macht der? Alter, guck mal, wo er rumstochert. Da kann er mich gar nicht treffen. Oh, es ist ein Stall. Nein. Mit er kann mich nicht treffen, wo er rumstochert. Ah, falsches Mittel. Warte mal, wieso habe ich das Gegenmittel denn ausgerüstet? In der ersten Phase wahrscheinlich, ne? Beruhigungsmittel, das brauche ich. Das ist halt... Secure. In den Ecken gegen ihn zu kämpfen ist auf jeden Fall richtig kacke. Darf ich nicht machen. Thank you.
funktioniert bei ihm halt in der zweiten Phase nicht mehr. Dieses. Ja. Tot? Am Arsch, Junge! Massiv. Weg. Nicht dein Ernst, ey. Tatsächlich noch vergiftet. Oh. Okay, das gibt richtig, das zieht ihm richtig viel ab. Okay, ich habe was gefunden, was ich für die zweite Phase eventuell nutzen kann. Wenn ich nicht einfach direkt am Felsen hänge und sterbe. Schön. Was er macht mit seinem Rumgestocher, das ist lächerlich einfach. Bin ich hier nicht down? So geht mir die Heilung aus, bevor ich ihn hab. Das ist so lächerlich einfach. Er hat irgendwie so ein zielsuchendes Schwert. Volle Ladung abbekommen. Er ist in der zweiten Phase. Macht er so ein paar Moves? Die sind echt, echt scheiße. Mal überlegen. Also das macht ihm nichts mehr in der zweiten Phase. Was könnte ich ihm... Habe ich irgendwas, was ihm stören könnte? Ich probier's mal mit dem... Ichimonji ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Weil es halt Haltungsschaden verursacht. Aber ich probier's mal mit dem Nachtschwalbenhieb. Der ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Habe ich
einen Tod hinzugefügt? Ich weiß es gerade nicht. Ich hoffe es. Das war schlecht. Alter. Ich sehe halt nichts. Ich sehe halt nichts. Das ist so scheiße unfair, was er macht, ey. Du siehst halt einen Moment, siehst du nichts und hast schon die Arschkarte. Wie oft ich dir schon den Scheißkopf abgesägt habe. Vor allem diese Shinobi-Exekution. Und dann ist es nicht mal eine. Wieder das zielsuchende Schwert. Ich mache ihm einfach viel zu wenig Schaden. Gibt's doch nicht, du kommst nicht mehr weg. Du kommst nicht mehr weg. Ich versuch's nochmal mit dem... mit dem Konfetti. Eigentlich ist er ein scheiß Kopfloser. Gerade wieder seinen Angriff machen. Ich hab die Deckung sogar nach oben.
Auf einmal. Das ist ein bisschen komisch teilweise. Man hat so wenig Zeit. Er lässt einem einfach keine Zeit, irgendwas zu tun. Ich bin auch ausgewichen. Er hat natürlich, während er sich die Augen zuhält, kann er nicht sehen, wo ich bin. Zugtorpedo. Wird die Deckung hochgezogen. Body Slam. So, ich zieh mir alles rein, was geht jetzt. Wieder sein Zielsucher, ne? Thank you.
ich habe seinen Schrei gekontert. Ja! Ja! Ja, da ist dieser scheiß Tausendfüßler. Ja. Boah, da habe ich aber alles gezogen, was ich hatte, ey. Reingeschmissen, was ich konnte. Erinnerung an den Wächteraffen. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Ja, das kannst du wohl laut sagen. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich der Erinnerung beim Besuch der Figur dem Bildhauer stellt. Auch wenn der Wächteraffe besiegt wurde, halt sein Gebrüll weiter. Man sagt, ein befallener Körper sei ein Zeichen der Unsterblichkeit. Zarter Finger. Der zarte Finger einer jungen Frau kann in der Shinobi-Prothese als Prothesenmodul genutzt werden. Er wurde halb verdaut. Im Bauch des Wächteraffen gefunden. Es gibt die Flötensignale-Shinobi-Technik, die Tiere wild macht. Das offene Loch im Finger zeigt, dass die Technik genau dafür genutzt wurde. Heißt das, es ist eine Flöte? Also ein Finger, auf dem man flöten kann? Und das macht die Tiere verrückt? Der ist halb verdaut. Das ist lecker. Kann ich eigentlich irgendwie tauchen? Ah, wartet mal. Nee, so springt er. Tauchen kann man nicht, ne? Jetzt mehr oder weniger alle Knöpfe gedrückt. Sieht nicht so aus. Okay. Oh, bin ich froh, den besiegt zu haben. So viele Versuche waren das jetzt gar nicht. Ich glaube 7 oder so. Wie komme ich denn hier wieder raus? Gar nicht, oder was? Wartet mal, hinter ihm war ja so eine Höhle. Ah ja, okay. So, und ich möchte natürlich meine Angriffskraft, war das, ne? Die man verbessern konnte mit der Erinnerung, genau. Man sagt, ein befallener Körper sei Zeichen der Unsterblichkeit, doch ein derartiges langes Leben wäre einsam für einen Affen. Vielleicht war das widerhallende Brüllen des Wächteraffen auch ein Flehen um etwas. So, ich würde sagen, liebe Leute, das ist doch ein schönes, gebührendes Ende für heute. Ich schaue nochmal ganz kurz nach, ob es hier irgendwo hingeht. Ist das die weiße Blume, von der die Rede war? Lotus des Palasts, eine weiße Lotusblume, die tief im versunkenen Tal blüht, wo die Urquellwasserbecken bilden. Da ihr Duft Weibchen anlockt, zuckt der Wächteraffe sie sorgsam auf, um sie seiner Braut darzubieten. Oh, wie romantisch. Bestandteil des Räucherwerks, das vom göttlichen Erben zur Aufhebung der Unsterblichkeit benötigt wird. Ein wahrer Romantiker, ne? Ein wahrer Romantiker, dieser Kerl, der einen Wurm in seinem scheiß Körperleben hat, den immer wieder zum Leben erweckt. Und der war aber auf der Suche nach einem Weibchen. Naja, man kann es ihm nicht verübeln. Ich werde jetzt noch das Level zu Ende farmen. Das mache ich aber offstream. Liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. War jetzt nur ein relativ kleiner Stream. Ja, eine Stunde war das jetzt nochmal. Für heute war es das mit Sekiro. Morgen machen wir genau hier an dieser Stelle weiter. Werden uns dann weiter in diesem Tal umschauen. Hier gibt es, glaube ich, noch einiges zu sehen. Denn es gibt hier noch die andere Richtung, die wir noch nicht geschaut haben. Und da wartet bestimmt noch der ein oder andere Boss, die ein oder andere Überraschung auf uns.
Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.